Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Unravel weiter und wir befinden uns in einer ziemlich freudlosen Umgebung. Kann natürlich vorwiegend auch daran liegen, dass es regnet und irgendwie schweinekalt aussieht und so. Unserer Wollkreatur geht es nicht sonderlich gut. Aber naja, dann müssen wir jetzt für den Moment mal durch. Und wir erforschen einfach mal weiter dieses Gebiet. In der Hoffnung, dass wir hier... Aha. Irgendetwas... mehr oder weniger interessantes finden werden. Wow, Halleluja. Warum? Was? Okay. Mir geht die Wolle aus. Warum geht mir die Wolle aus? Wo hätte ich denn hier... wo hätte ich denn jetzt hier schon neue Wolle finden müssen oder sollen oder wie auch immer? Das ist doch dann... irks! Okay, jetzt bin ich verwirrt. Moment, hier kann ich nichts weitermachen. Ich springe, ich singe, ich hüpfe. Tralala. Ach so. Tralalala. Mhm. Und hier oben geht es dann glorreicherweise auch noch direkt weiter. Wer verteilt eigentlich immer die Wolle dort oben? Man weiß es nicht. Ist ja im Endeffekt auch egal. Wir bedanken uns bei dem unerkannten, unerwähnten Spender. Denn er verschafft uns irgendwie die Gelegenheit, unser Abenteuer hier weiter fortzusetzen. Das ist jetzt wirklich hier an jeder Ecke so unfassbar. Leute in Sicherheitsanzügen, die irgendwelche Fässer durch die Gegend tragen oder so. Hier wurde mit Giftmüll experimentiert. Aha. Und jetzt werden wir höchstwahrscheinlich gleich im nächsten Moment in irgendeine Giftmüllfasslake hineingehen. Lake? Lache? Wir werden in Giftmüll hineingehen und dann mutiert unser kleiner Woll-Typi zu Super-Woll-Man und wird mit seinen wollenden Fähigkeiten die gesamte Welt einwollen. Ob sie es woll will oder nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. Keine Ahnung. Das würde mir jetzt so spontan in den Sinn kommen. Das hier sieht irgendwie gefährlich aus. Ja, genau. Hui! Hui? Hilfe! Okay, jetzt bin ich gleich tot. Aua! Ich hätte einfach rennen müssen, oder? Ich glaube, ich hätte im nächsten Moment rennen müssen. Ach Gott. So weit zurück werde ich gesetzt, ja? So wollt ihr es also, so wollt ihr es also. Ja, ja, ja. Ist schon alles richtig und in Ordnung. Ach so, ich glaube, kann ich mich hier dann vielleicht in Sicherheit bringen? Beziehungsweise hier würde doch bestimmt... hier landen die Fässer doch eher drin, vermute ich mal. So, komm, einfach mit, komisches Dingster. Ich brauche dich hier hinten, damit du mir bei meiner weiteren Reise helfen kannst. Lohnt es sich vielleicht noch irgendwas anderes zu... Nee. Nee, das passt schon. Okay. Also, einmal so und zack. Dann so. Dann laufen. Und dann so und zack. Und hier unten bleiben. Und hoffen, dass mein wollener Faden der Unvernunft mir hilft. Okay. Schön. In Sicherheit. Natürlich. Alles gut geworden. Was habe ich gesagt? Giftmüll! Okay. Kein Wunder, dass die Leute protestiert haben. Was zum Teufel? Oh, meine Wollkreatur ist schlecht. Was ich durchaus verstehen kann. Ja, damit ich nicht wirklich zu Super-Woll-Man werde, sollte ich vermutlich ein bisschen Abstand halten, was den euren Giftmüll angeht. Dort unter mir ist etwas. Dort unter mir ist etwas. Dort unter mir ist. Dort unter mir ist. Dort unter mir ist. Das war ein bisschen doof. Ich bin abgerutscht. Okay? Ja, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich nicht von dem euren Fass herunter. Ups! So viel zu Super-Woll-Man. Naja. Das ganze Leben ist nun mal kein Marvel-Comic, ne? Muss man ja vielleicht einfach mal so festhalten. Okay. Schon mal einer guck. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es ist interessant. Wir nehmen es einfach mal mit. Flupp. So, wofür ist das kleine Fläschchen? Wofür ist das kleine Fläschchen? Das kleine Fläschchen ist dafür da, damit ich über die Fässer wieder rüber kann. Okay. Das verstehe ich durchaus und überhaupt und sowieso.
wieder eine kleine Brücke bauen und hier so hoch. Da ist meine Wolle, da möchte ich hin, glaube ich. Hoppsala. Eigentlich muss ich doch rechts dann weiter, oder? Mich wundert es nur, dass... Nee, dort oben links ist nichts. Ich glaube ja irgendwie nicht. Dann lassen wir es einfach mal. Wenn ich diese Aufnahmen hier tätige, ist übrigens, ja, der Sonntag geht langsam wieder seinem Ende entgegen. Was immer ein bisschen doof ist. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber ich bin tatsächlich jemand, der sein Wochenende meistens in vollen Zügen genießt. Und dem es durchaus schwerfällt, irgendwie unterhalb der Woche mal ein bisschen abzuschalten und so, weil, weiß nicht, irgendwie ist einfach ein bisschen schwierig, von der Arbeit immer komplett Abstand zu gewinnen im Feierabend. Und das ist dann meistens auch der Grund, warum ich da dann leider nicht so produktiv zu Werke gehen kann, wie es manchmal ein bisschen wünschenswert wäre, aber okay, das ist dann halt in dem Moment so. Und ich kann da irgendwie in Zukunft auch nur versuchen, dran zu arbeiten, dass mir das ein bisschen besser einfach gelingen wird. Das ist alles sehr interessant hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Was genau? Ich kann doch erst einmal... Nee, kann ich oder kann ich nicht? Kann ich auf das komische Fass da drauf? Das sieht irgendwie nicht so aus. Weil das schon wieder... Ui! Doch, ich kann drauf. Okay. Mehr Giftmüll. Hm. Diese Fässer dort oben. Man wird dort irgendetwas machen können. Hier wird man auch irgendetwas machen können. Okay. Zunächst einmal bauen wir wieder eine kleine Behelfsbrücke. Und erfreuen uns daran, dass sie da ist. Dann gehen wir hier rein und stellen fest, dass dort nichts ist. Das ist schön. So, dann nehmen wir dieses kleine Giftfläschchen, das einfach mal so hier in der Gegend rumliegt. Und ziehen es mit. Und gucken mal, was passiert, wenn wir... So, ne, Moment. Wenn wir es jetzt weiterziehen? Oder wenn es... Es würde vermutlich mehr Sinn ergeben. Cool. Oh, dieser Abschnitt macht ja Spaß. Oh, das macht ja richtig Spaß. Ein kleiner... Schritt und weg ist man. Ah, oh, das ist schön, dass die Flasche dann hier direkt wieder spawnt. Okay. Ja. Offenkundig ist es auch notwendig. Schön, dass er den Faden nach unten geschwungen hat. Ich wollte natürlich eigentlich, dass er ihn nach oben schwingt. Aber ich komme dort nicht ran. Fürchte ich. Der Abstand ist dort zu groß, oder? Er wird weiter die ganze Zeit versuchen... seinen Faden dort unten ran zu klatschen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber na gut, gehört halt dazu. So, dann machen wir mal Folgendes. Ich mache das schon mal einen Knoten ran. Und dann... Okay, das... Die Flasche hat sich jetzt ein bisschen widersinnig verhalten. Nämlich nicht so, wie ich es haben wollte. Ich kann die Flasche... Kann ich die Flasche jetzt dafür ausnutzen, um dort rüber zu kommen? Oder nicht? Ja, kann ich. Aber es sieht trotzdem sehr, sehr instabil aus. Wow. So. Okay. Eine Brücke. Die mir was bringt? Okay, die mir sagt, dass ich hier hoch kann. Gut. Alles schön. Und nun? Weiß man noch nicht. Ich mach mal so. Und bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Müsste doch gehen, oder? Geronimo! Wow. Okay, und wieder Geronimo. Und ja, das sah doch okay aus. Könnte sein, dass... Nee, das ist alles okay. Weil im nächsten Moment kann ich direkt hier weiter schwingen. Aha. Und alles richtig gemacht. Hilfe, bitte nicht verätzen. Es wäre sehr schön. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, das kann man verstehen. Ich will das Dings da haben. Wie komme ich an mein Dings da? Indem ich hier vernünftig schwinge. Vernünftig singe. Ja. Nee. Hui. Ernsthaft? Das willst du mir doch nicht erzählen, oder? Da wird man doch wohl mit mehr oder weniger großer Sicherheit...
hindurchkommen können. Quatsch, nicht hindurch. Herauf. Ich will dort hoch. Im richtigen Moment. Er muss einfach nur... Nicht, wenn er am höchsten Punkt ist, weil dann geht er ja einfach nur senkrecht in die Luft. Ja! Das tut immer weh. Das tut immer wirklich ein ganz klein bisschen weh. Wenn man sich das so vor Augen führt, was da passiert. Aua! Oh, mein kleiner wollener Freund. Du tust mir ein bisschen leid. Ach so, ihr wollt doch noch gar nicht weiter. Was ist denn los? Oder wäre es von der anderen Seite... Komme ich von der anderen Seite eher dran? Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie nicht daran. Jetzt könnte ich... Ah, verdammt! Eventuell aber den richtigen Abstand gefunden haben. Sieht doch gut aus. Ups! Aha! Es funktioniert. Gut. Mehr wollte ich doch nicht. Mehr wollte ich doch nicht. Dankeschön. So, was ist das hier? Der Ast sieht so instabil aus unter mir. Oh, kann aber auch sein, dass ich mich da massiv getäuscht habe. Sollte das so? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann weitergehen. Ist in Ordnung. Cool. Soll das so? Oh Gott. Hilfe? Alles gut? Alles gut? Nichts in Bewegung? Bitte? Bitte nicht erschlagen. Das wäre sehr nett. Ja, ja. Ganz vorsichtig sein. Alles in Ordnung. Muss sich nichts bewegen. Ihr bewegt euch nicht, ich bewege mich nicht. Hilfe! Zum Glück bewegt sich das immer nur für einen kurzen Moment. Okay. Alles gut. Und weiter geht's hier. Im wundervollen Sumpf. Ich bin mir echt noch nicht ganz sicher, wie das hier... Wow. Aha. Schlecht. 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 Das war doof. Ich hätte früher irgendwo nach rechts springen müssen. Aber es war eigentlich witzig, dass man hier zurückgehen muss, damit man etwas triggert. Damit hatte ich jetzt im ersten Moment nicht gerechnet. Aber irgendwie... Die Idee ist total nett. So, ich glaube, ja. Wenn man das so macht, dann... Das sah ganz gut aus. Und jetzt? Ah. Okay. Hat dann ja zum Glück funktioniert. Erstmal wieder den Staub abklopfen. Und nicht weiter über die grüne Plörre nachdenken. Nächster Abschnitt. Okay. Oh. Ich kann unter das Auto durch, aber doch bestimmt auch oben drüber? Nö. Nö, 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 nö. Ich springe die ganze Zeit und hau mir den Kopf ein, weil das so sein muss. Oder so. Muss nicht so sein. Keine Ahnung. Hier haben wir wieder was. Damit komme ich doch mit fulminanter Sicherheit hier hoch. Und kann meine nächsten Schritte planen. Oh. War das hier zu gut? Den Strom angemacht. Und klick. Und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt in Betrieb genommen habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann den Stecker raus und wieder rein. Wir lassen den Stecker mal drin, ne? Es wird schon irgendeine fulminant formidable Bewandtnis haben. Kann ich eigentlich? Ja, kann ich. Oh Gott! Ach, verdammt, ich bin so dumm. Ich bin so unfassbar dumm. Ich hab nicht gewartet. Also, ich hab erwartet eigentlich, dass ich mich dort irgendwo festhalten könnte. Aber stattdessen, naja. Frage, komme ich da jetzt noch hin oder habe ich es mir jetzt verbaut? Vermutlich habe ich es mir verbaut, oder? Ich habe es mir wirklich verbaut. Ernsthaft? Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Das könnt ihr mir wirklich nicht antun. Dann werde ich jetzt im nächsten Moment einen heldenhaften Tod sterben. Ich will an das Dingser da oben ran. Das wird mir niemand nehmen können. Achso, kann natürlich auch sein, dass die Leiter jetzt immer noch in der Position ist. Da ist das Spiel in der Beziehung ja ein bisschen inkonsequent, ne?
was dann tatsächlich also weiterhin den Status des Bewegtseins hat und was nicht. So, jetzt habe ich ja wieder den Eulen. Naja, also ich habe einen Scheinwerfer auf die Art und Weise angemacht. Ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile schon mitbekommen. Das heißt, irgendwas ist dort auf der linken Seite, Quatsch, auf der linken, links-rechts-Schwäche, auf der rechten Seite passiert. Nehmen wir mal so hin. So, okay, das Ding ist da. Wow. Wenn ich jetzt weiter auf der Lampe gestanden hätte, wäre ich jetzt geröstet worden? Bin mir nicht sicher. Eigentlich ja. Hoffentlich nicht. Oh. Okay. Das soll so sein, ja. Hilfe? Ah. Ah. Was? Es wäre total cool, wenn ich irgendetwas hätte, was ich hier draufstellen kann. Wie zum Beispiel... Ja, ja. Okay. Moment. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir ganz eindeutig hin. Ich weiß auch schon wie. So, kurz mal wieder einen Stecker rausziehen. Dann sollte da unten ja alles okay sein. Hoffe ich, denke ich. Glaube ich. Ja. Doch, müsste klappen. So. Dann... Aha. Packen wir dich auf den Schalter drauf. Hier kann ich jetzt, dadurch, dass ich da oben schon den Faden befestigt habe, einfach wieder hochklettern. So, dann wieder Stecker reinstecken. Oh, irgendwie. Also, so sehr ich meine Anfangsschwierigkeiten mit dem Spiel hatte, weil ich mit dem Konzept der Rätsel mal so überhaupt gar nicht zurechtkam und so. Also, sehr gefällt es mir eigentlich mittlerweile. Weil ich echt sagen muss, man kommt rein in die ganze Geschichte. Und wenn man das dann erstmal das Prinzip verinnerlicht hat, dann macht es echt Spaß. Also, es macht Spaß, solange man halt weiterkommt. Aber okay. Ansonsten, das ist echt schon alles irgendwie verdammt cool. Kann ich nicht anders sagen. So. Weiter geht's hier. Hupi, tupi, tupi, tup. Wäre dort unten irgendwas... Was ist das? Ah. Hier ist in jedem Fall was zum Einsammeln. Okay, hier steht wieder ein Typi, der ein Facepalm macht. Oh. Schon wieder alles schief gelaufen. An seinem Arbeitstag oder so. Bing. So, das kleine Bing eingesammelt. Und den Helm mitgenommen. Was wollen Sie hier gerade von mir? Ein Knoten. Und hier kann ich auch einen Knoten setzen. So, ich nehme einfach den Helm mit. Was soll's. So, niemals auf einer Baustelle ohne Helm herumlaufen. Ja, 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 das ergibt total viel Sinn. So, kann ich eigentlich... Nö, bringt alles nichts. So, kann den Helm noch weiter mitnehmen? Offenkundig. Gut, nehmen wir den Helm noch weiter mit. Okay. Wird uns sicherlich noch gute Dienste leisten. Plups. Wird er in der Tat noch. Okay, schön. Sonst wären wir hier nicht weitergekommen. Was ist das hier? Irgendein ein großer Bagger oder irgendwie sowas in der Art. Dü-dü-dü, ein großer Bagger. Okay, da oben sind Dinge. Ich kann in die Kabine noch rein. Aber... Will ich dort auch hinein? Ich denke sehr, dass ich dort hinein will. Wofür ist diese Kiste da? Diese Kiste ist dafür da, damit ich hier hüpfen kann. Gleichzeitig kann ich diese massive Kiste aber auch bewegen. Und damit was tun? Bin mir noch nicht sicher. Springen und hoch. Oh, das hätte ich ja nicht erwartet, dass man so hoch kommt. Okay, alles in Ordnung, alles cool. Ehring hat alles unter Kontrolle. Ganz eindeutig. Und ich glaube, wir haben hier einen wunderschönen Punkt erreicht, wo wir
wieder eine kleine Pause machen können und wo ich hoffentlich beim nächsten Mal mein Abenteuer fortsetzen kann hier in Unravel. Ja, spannende Angelegenheit. Bin mal gespannt, inwieweit das aufgedröselt wird, was den ganzen Abschnitt hier angeht und was die Geschichte und so weiter angeht. Ist nämlich momentan nicht so hundertprozentig eindeutig, also zumindest für mich, aber na gut. Vielleicht lässt das Spiel doch das auch alles komplett offen. Wobei es mir für den Moment eigentlich ein bisschen zu offen wäre. Naja, warten wir es mal einfach ab, was sich hier noch so ergeben wird. Für den Moment soll es dann erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.